Montagabend, der 13. Juni 2016. Hallo und herzlich willkommen, sehr geehrte Zuschauer, zum Regionalmagazin hier in Ihrem Elbe-Kanal. An dieser Stelle erst einmal herzlichen Glückwunsch an die deutsche Mannschaft mit dem Sieg am gestrigen Sonntagabend 2:0. So kann es weitergehen. Und genau mit diesem Thema sind wir natürlich auch heute für Sie da. Weitere Themen jetzt im Überblick. 19. kulinarische Nacht. Eine Journalistin kocht gegen einen Moderator und eine Fußballlegende. 8. Euro Klassik. Oldtimer brachten die Besucher des Kurparks zum Staunen. Vorbereitung. Rüsten Sie sich für die Europameisterschaft. Das nächste Spiel der deutschen Mannschaft steht schon in den Startlöchern und damit Sie auch richtig mitfiebern und mitfeiern können, bietet unter anderem das E-Center hier in Schönebeck eine Menge Fanartikel. Jetzt. Die Fußball-Europameisterschaft ist in vollem Gange und beim Anfiebern der deutschen Nationalmannschaft darf natürlich eines nicht fehlen, die Fanartikel. Im E-Center Schönebeck finden Sie während der EM passendes Material. Von schwarz-rot-goldener Gesichtsbemalung bis hin zu Fahnen ist alles dabei. Im Eingangsbereich finden Sie alles, was das Fußballherz höher schlagen lässt. Natürlich dürfen auch Chips bei diesem Event nicht fehlen. Und mit Ihrer Unterstützung steht dem zweiten 2:0-Sieg nichts mehr im Wege. Vom Fußball kommen wir zur kulinarischen Nacht. Immer wieder ein Highlight im Kurpark von Bad Salzelmen, präsentiert von der Erdgas Mittelsachsen GmbH, lockt es wieder zahlreiche Besucher zum Staunen bzw. Kosten ein. In diesem Jahr mit dabei eine Journalistin, ein Moderator und eine Fußballlegende. Wir waren bei der Pressekonferenz für Sie dabei. Lädt ein. Ab 19 Uhr wird der Kurpark von Bad Salzelmen zur größten Schlemmermeile der Region. Gastronomen aus ganz Sachsen-Anhalt warten mit ihren Köstlichkeiten auf und laden zum Probieren ein. Da ist garantiert für jeden etwas dabei. Was gibt es denn Neues bei der 19. kulinarischen Nacht? Neu werden unsere drei Promi-Köche sein. Prominenten Kochwettbewerb ist ja immer das Highlight zur kulinarischen Nacht. Und in diesem Jahr werden Ladies First die Journalistin Kathleen Radunski-Neumann, Fußballlegende Joachim Streich, vormals FC Magdeburg, Rekordnationalspieler, Rekord-Oberliga-Torschütze und Hartmut Schulze-Gerlach alias Muck, TV-Moderator und Sänger, um im Wettstreit antreten um den salzigen Kochlöffel. Passend zur dann laufenden Fußball-Europameisterschaft wurde mit FCM-Legende Achim Streich, ein Kenner der Materie, eingeladen. Da an diesem Tag kein EM-Spiel in Frankreich stattfindet, scherzte Sieweg mit dem Satz: Die UEFA hat sich nach unseren Wünschen gerichtet. In Sachen Fußballsachverstand ist der Rekordtorschütze der einstigen DDR-Oberliga und Rekordnationalspieler ein absoluter Profi. Deutlich mehr Selbstvertrauen in Sachen Küchenarbeit bringt der Vertreter aus dem Bereich Show mit. Sänger und Moderator Hartmut Schulze-Gerlach alias Muck schwingt in seiner Wahlheimat auf der Insel Rügen durchaus hin und wieder den Kochlöffel. Als Rose zwischen zwei Dornen wird sich Redakteurin Kathleen Radunski-Neumann versuchen. Sie ist bekennende Vegetarierin und könnte damit den vermeintlichen Nachteil, sich zwei Herren gegenüber zu sehen, kompensieren. Denn diesmal müssen die Prümmelköche und am Ende auch die Juroren auf Fleisch verzichten. Doch es gibt natürlich noch weitere Highlights. Ja, das kann man im Vorfeld gar nicht verraten. Das Highlight ist die kulinarische Nacht an sich mit ihren drei Säulen. Zum einen der großen Schlemmer- und Genießermeile hier im Kurpark, beginnend am Lindenbad und weiterführend bis zur Kurparkbühne vorbei und Richtung Parkplatz in der Heinrich-Heine-Straße. Die zweite Säule ist, wie bereits erwähnt, unser Promi-Kochwettbewerb. Und die dritte Säule ist die Live-Musik von der Kurparkbühne. Und da freuen wir uns sehr, dass wir in diesem Jahr erneut Lennox Live aus Magdeburg verpflichten konnten. Nach dem großen Kochen darf eine 12-köpfige Jury die Gerichte probieren und bewerten. In diesem Jahr sitzen wieder ein paar bekannte Gesichter in der Jury. Ja, also auch unsere Jury ist recht prominent besetzt. Es werden dabei sein Bürgermeister aus den Städten hier in der Region, unter anderem Bert Knoblauch, Oberbürgermeister der Stadt Schönebeck. Wie bereits erwähnt, unsere Prokuristin Frau Anke Kaufmann,
Und darüber hinaus werden Journalisten hier aus der Region in der Jury sitzen, unter anderem auch Christian Kolbe vom Schönebecker Elbe-Kanal. Deren Aufgabe wird es sein, die jeweiligen Gerichte, drei an der Zahl unserer prominenten Köche, zu verkosten und anschließend mit einer Punktzahl zwischen 1 und 10 Punkten zu bewerten. Und ganz einfach, wer dann am Ende die meisten Punkte hat, der wird gewinnen. Und vielleicht noch einen Satz hinten dran, worüber wir uns auch sehr, sehr freuen, dass der Schönebecker Elbe-Kanal in diesem Jahr auch wieder mit von der Partie sein wird und für die Besucher das Live-Geschehen am Kochplatz auch über Großbildschirme übertragen wird. Natürlich bekommen auch die Besucher wieder die Möglichkeit zu probieren. Musikalisch wird der Abend von der Magdeburger Band Lennox abgerundet. Wer sich diese Veranstaltung entgehen lässt, ist selbst schuld. Aufmerksame Schönebecker werden es am Wochenende beobachtet haben, es waren zahlreiche Oldtimer in Schönebeck unterwegs. Stopp wurde gemacht auf dem Marktplatz hier in Schönebeck. Die Ore-Klassik machte Halt. Hier ein paar Auszüge für die heutige Sendung, erst einmal ein paar kurze Auszüge. Am 11. Juni 2016 fand die 8. Ore-Klassik Rallye statt. Die Rallye, welche von 139 Autos bestritten wurde, startete in Wolmirstedt und führte über Schönebeck und Magdeburg wieder nach Wolmirstedt zurück. Höhepunkt war der Zwischenstopp im Salzelbener Kurpark, wo alle Teilnehmer vorgestellt wurden und zur Bewunderung in idyllischer Kulisse zu sehen waren. Für jeden Oldtimer-Fan war etwas dabei, egal ob Cadillac, Ford Model A oder Wartburg. Weitere Impressionen von der 8. Ore Classic erwarten Sie in einer der kommenden Ausgaben des Regionalmagazins. Wir berichteten in der vergangenen Woche von der Zerstörung der Fensterscheiben der Volksschwimmhalle hier in Schönebeck. Diese konnten nun repariert werden. Somit ist auch das Leerschwimmbecken wieder freigegeben. Mehr Informationen aus Schönebeck und der Umgebung jetzt in den Kurznachrichten. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786-101. Das Leerschwimmbecken wird ab heute wieder geöffnet. Keine Diebstähle sind zu verzeichnen. Alle zerstörten Fensterelemente sind durch Holzeinsätze gesichert worden. Die Alarmanlage wurde instand gesetzt und es wird ein Angebot einer Spezialfirma zur besseren Absicherung des Objektes erstellt. Die Kostenhöhe des Gesamtschadens am Gebäude, der Aufräumarbeiten der Verbrauchskosten, wird zurzeit erstellt. Aufgrund der jährlichen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten bleibt das Gesundheits- und Erholungsbad Solequell vom 27. Juni bis zum 8. Juli 2016 geschlossen. Nach erfolgreicher Wartung öffnet das Bad seine Pforten planmäßig wieder am Samstag, den 9. Juli, zu folgenden veränderten Öffnungszeiten, die bis zum 31. August gelten. Montag bis Donnerstag 9 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag 9 bis 21 Uhr und Sonntag um 9 bis 20 Uhr. Manfred und Helga Kramer sind 70 Jahre verheiratet und feierten am Mittwoch, den 8. Juni, das seltene Fest der Gnadenhochzeit. Sie meistern nun schon 7 Jahrzehnte gemeinsame Höhen und Tiefen der Ehe. Bei solch außergewöhnlichen Jubiläen ist es nicht verwunderlich, dass die Gratulantenschar entsprechend groß war. Neben vielen Familienangehörigen und Bekannten gratulierte auch Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch. Einen kleinen Präsentkorb und Blumen überreichte auch Petra Zuratis. Fachbereichsleiter für Soziales, Familie und Bildung beim Salzlandkreis überbrachte die Grüße der Landesregierung sowie des Landrates des Salzlandkreises. Auch der Bundespräsident Joachim Gauck sendete ein Gratulationsschreiben mit besten Wünschen der Bundesregierung. Aufgrund von Serverarbeiten wird die Webseite der Stadt Schönebeck sowie die Stadtbibliothek Schönebeck vom 13. Juni 2016 bis voraussichtlich 14. Juni vorübergehend nicht immer erreichbar sein. Es wird um Verständnis gebeten, dass mit gewissen Wartezeiten gerechnet werden muss. Wie das Sachgebiet Straßenverkehr mitteilt, kommt es zu einer Sperrung des Verkehrs in der Straße am Stremsgraben in Schönebeck. Verkehrssicherungsmaßnahmen werden am 18. Juni 2016 von 6 bis 19 Uhr auf der Höhe der Hausnummern 11 und 14 bis 16, 17 vorgenommen. Wie das Sachgebiet Straßenverkehr mitteilt, kommt es aufgrund eines Antrages der Umwelttechnik und Wasserbau GmbH zu einer Verlängerung der verkehrsrechtlichen Anordnung für die Sperrung in der Baderstraße. Verkehrssicherungsmaßnahmen werden weiterhin bis 15. Juli 2016 zwischen der Straße Wort und Elbstraße vorgenommen.
Wie das Sachgebiet Straßenverkehr mitteilt, kommt es in der Luisenstraße vom 1. bis zum 17. Juni auf Höhe der Hausnummern 1 bis 13 zu einer Sperrung des Verkehrs. Grund hierfür ist die Herstellung von Trinkwasseranschlüssen. Es wird um Beachtung und Verständnis gebeten. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Auch Sie stehen auf Udo Lindenberg und möchten sein aktuelles Album hier bei uns gewinnen? Dann machen Sie doch mit beim Medium der Woche Gewinnspiel, gleich nach der Werbung. Die Stadtwerke Schönebeck bringen, was Sie brauchen: Strom, Gas, Wasser, Wärme für Haushalte und Gewerbe in Schönebeck und der Region. Immer in Ihrer Nähe versorgen wir Sie aus einer Hand. Kompetent und kundenfreundlich. An 365 Tagen im Jahr. Rund um die Uhr gewährleisten wir Ihre Versorgungssicherheit. Innovativ, transparent und zuverlässig. Trinkwasser, ein streng kontrollierter und wohlschmeckender Durstlöscher in herausragender Qualität. Wohlfühlen garantiert mit unserer komfortablen Wärmeversorgung aus dem Blockheizkraftwerk und dezentralen Anlagen vor Ort. Wir haben die Energie, die Sie täglich brauchen. Ihre Stadtwerke bieten das komplette Rundum-Sorglos-Paket. Persönliche Kunden- und Energieberatung mit dem Service für Messgeräte, Betriebskostenabrechnung und Rauchmelder sind wir Ihr idealer Partner. Unsere Energie für Sie. Tree of Life, der Baum des Lebens. Zurück zu den Wurzeln der Natur. Wir Bestattungen Harald Wunneborg bieten Ihnen die einzigartige und erste Möglichkeit einer Bestattung im eigenen Garten. Die Asche wird in Erde beigesetzt, woraus Ihr Wunschbaum heranwächst, den Sie nach ca. 6 Monaten in Ihrem Garten pflanzen dürfen. Mehr Infos in unserem Geschäft in der Kirchstraße 3 in Bad Salzelmen. Die Fleischerei Sinnig in Schönebeck überzeugt durch ihr unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Neben unserer frischen Theke finden Sie bei uns auch Tiefkühlkost und abgepackte Fleischwaren in einem breiten Angebotsspektrum. Unsere Angebote der Woche? Gehacktes, das Kilo 2,99 Euro und Rinderrouladen das Kilo für 6,99 Euro. Besuchen Sie uns in der Schönebecker Steinstraße 7-9. Fleischerei Sinnig. Bei Kills Ambiente für Tisch und Küche am Markt 5 in Schönebeck gibt es die passenden Geschenke für die kleinen Bürger unter uns. Mit einem Kinderbesteck oder einer persönlichen Gravur, hochwertigen Trinkflaschen, Brotdosen und Platzdeckchen mit verschiedenen Motiven lassen Sie jedes Kinderherz höher schlagen. Bei der vielfältigen Auswahl an bunten Motiven ist für jeden das Passende mit dabei. Und für jeden Walt Disney-Fan haben wir noch etwas ganz Besonderes. Sammelfiguren in üppigen Darstellungen und kräftig buntem Design zu Aktionspreisen lassen bei großen und kleinen Freunden der beliebten Sammelfiguren die Herzen höher schlagen. Ein besonderes Angebot gibt es natürlich auch in den Monaten Juni und Juli. Zahlen Sie statt 14 Euro nur 5 für eine Gravur beim Kauf eines Kinderbestecks. Darüber hinaus möchten wir Sie über unsere geänderten Öffnungszeiten informieren. Von Montag bis Freitag haben wir von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr geöffnet. Am Samstag haben wir bis auf Weiteres geschlossen. Seit über 20 Jahren ist die Care Service GmbH Ihr kompetenter Partner für ambulante Pflege und betreutes Wohnen. Care Service, Ihr Pflegedienst mit dem Schmetterling. Ob Familien- oder Firmenfeier, die Fleischerei Brinkmann in Altfrohse in Schönebeck hat für jeden Anlass das passende Buffet. Leckere Salate, Wurst- und Käseplatten, Schnitzel und Buletten oder köstliche Aufläufe. Entdecken Sie unser umfangreiches Angebot. Fleischerei Brinkmann. Weil es nicht Wurst ist, wo man Wurst isst. Sie brauchen schnell mal ein Passbild? Kein Problem. Die Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 hilft Ihnen gern weiter. Egal ob für Ihren Personalausweis, Führerschein, Reisepass oder Ihre Gesundheitskarte. Wir versprechen Ihnen ein optimales Passbild und einen freundlichen, schnellen und unkomplizierten Service zu einem günstigen Preis. Und sollten Sie später noch einmal einen Abzug Ihres Fotos benötigen, so bekommen Sie diesen schon ab 2 Euro.
www.elbemedien.de. Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Wir freuen uns auf Sie. Besuchen Sie uns in Schönebeck in der Karl-Marx-Straße 18. Frische und Qualität erhalten Sie bei der Fleischerei Reiske in der Schillerstraße 17. Wir setzen höchste Ansprüche an unsere Herstellung und den Verkauf. Unsere Angebote in dieser Woche: frisches Schweinefilet 100 Gramm für 90 Cent, frische Schmorwurst 100 Gramm für 50 Cent, gebrühte Schmorwurst 100 Gramm für 48 Cent, Jagdwurst 100 Gramm für 80 Cent und in dieser Woche gehackte Spieße 100 Gramm für 80 Cent. Seit 20 Jahren sind wir mit Qualität, Frische und Zuverlässigkeit für Sie vor Ort. Ihre Fleischerei Reiske in Schönebeck. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Zurück aus der Werbung darf ich alle Zuschauer noch einmal recht herzlich willkommen heißen. Schön, dass Sie weiterhin mit dabei sind. Wie versprochen gibt es nun wieder eine Gewinnchance, denn Udo Lindenberg, sein aktuelles Album Stark wie 2 steht in den Startlöchern. Sie können es hier bei uns gewinnen. Jetzt ein paar Einblicke und danach gibt es die Gewinnfrage. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Udo Lindenberg ist zurück. Und wie? Der Panikrocker präsentiert Stark wie 2 mit vielen Gastkünstlern. Auf seinem Studioalbum Stark wie 2 hat sich Lindenberg mit hochkarätigen Künstlern zusammengetan, darunter Annette Humpe, Ich und Ich, mit ihr schrieb Udo Stark wie 2, Jan Delay, ganz anders, Silbermond, Der Deal und der genial skurrile Helge Schneider, Shabby Shacker. Alle Texte auf dem Album wurden von Udo Lindenberg selbst geschrieben und sind stark mit seiner persönlichen Lebensgeschichte und seiner Wahrnehmung des Heute verbunden, in der sich wohl Millionen von Menschen wiederfinden werden. Sonst gibt es kein Zurück. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. Auch Sie möchten Stark wie 2 Ihr Eigentum nennen? Dann machen Sie doch mit beim Gewinnspiel und beantworten mir folgende Frage. Welche große Oldtimer-Tour fand denn am zurückliegenden Wochenende hier in Schönebeck Ihre Station? Wenn Sie die Antwort wissen, dann ran ans Telefon, die 405770 gewählt oder eine E-Mail an info@elbemedien.de geschickt. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge. Die Gewinner gibt es wie immer in der Freitagssendung. Wir machen hier bei uns im Regionalmagazin weiter mit den Hinweisen, wo wir denken, dass es sich lohnt, einmal vorbeizuschauen. Sei es das Open-Air-Konzert oder aber der Besuch im Solequell, unsere Veranstaltungshinweise für Sie. An der salzigen Tour beteiligt sich auch der Solopark Schönebeck-Bad Salzelm mit seinen salzigen Angeboten. So finden im Monat Juni mehrere spezielle Veranstaltungen passend zum Thema statt. Eine davon wird am 12. sowie 22. Juni stattfinden. Es wird an beiden Tagen ein Bildvortrag zum Thema Bad Salzelmner Sohle angeboten. Der Bildvortrag am 12. Juni beginnt um 16 Uhr und der Vortrag am 22. Juni um 19 Uhr. Treffpunkt ist bei beiden Veranstaltungen der Kunsthof Bad Salzelm.
In dem Vortrag wird die Entstehung des modernen Kurorts von Beginn bis in die Gegenwart beleuchtet. Die spannenden Informationen zur Bad Salzelmner Sohle und den entstandenen Heilbad werden dabei anschaulich durch zahlreiche Fotos ergänzt. Zur besseren Planung wird um eine Voranmeldung bei der Stadtinformation am Solothurm persönlich oder telefonisch unter 03928 705555 gebeten. Das Industriemuseum lädt auch dieses Jahr wieder zur Heinz-Bormann-Modenschau am Freitag, den 17. Juni ein. Die Freiluftveranstaltung findet ab 19 Uhr auf dem Gelände des Industriemuseums Schönebeck-Elbe e.V. statt. Karten für die Modenschau gibt es ab 14 Euro bei Gerti Reismoden während den Öffnungszeiten oder im Industriemuseum Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Auch eine Abendkasse wird vorhanden sein. Großem Interesse erfreute sich die letzte Führung über den St. Gertrudenfriedhof. Den nächsten Rundgang bietet der Solepark Schönebeck Bad Salzelm am 17. Juni 2016 um 19 Uhr an. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich an diesem Tag um 19 Uhr an der Reha-Klinik Bad Salzelmen einzufinden. Von dort aus geht es dann zum St. Gertrudenfriedhof. Vorbei an historischen Grabanlagen und an einer kleinen Kapelle lädt der alte Baumbestand zum Entdecken und Verweilen ein. Für Gruppen ab 10 Personen wird um eine Voranmeldung im Kunsthof Bad Salzelmen oder telefonisch unter 03928 705555 gebeten. Am 19. Juni findet um 15 Uhr die Erwachsenenführung Gradierwerk Spezial statt. Auf und im Gradierwerk können die Erwachsenen ungestört das Gradierwerk besichtigen. Zur besseren Planung wird um eine Voranmeldung bei der Stadtinformation am Solothurm persönlich oder telefonisch unter 03928 705555 gebeten. Zum Schausieden lädt der Solepark Bad Salzelmen in den Kunsthof ein. Am 24. Juni 2016 darf man dem Salzsieder über die Schulter schauen und Fragen zu dem alten Handwerk stellen. Im Anschluss daran besteht die Möglichkeit, sich auf einem geführten Rundgang durch den Soleturm und abhängig von Wetterbedingungen auf das Gradierwerk zu begeben. Es wird bei Gruppen ab 10 Personen um eine Voranmeldung gebeten. Am Samstag, den 25. Juni 2016, findet an der St. Johanneskirche im Schönebecker Stadtteil Bad Salzelmen, Fennerstraße Kirchstraße, in der Zeit von 9 bis 16 Uhr wieder ein großer Flohmarkt statt. Er ist der erste von insgesamt drei, welche in diesem Jahr stattfinden. Angeboten und angekauft werden zum Beispiel alter Hausrat, Münzen, Auszeichnungen, Bilder, Postkarten, Bücher, Spielzeug, technische Geräte, Bekleidung, aber keine Neuware. Alle aufgeführten Artikel können auch als Spende für die Kirche abgegeben werden. Info für Aussteller unter der Telefonnummer 03921 77 37 3. Zum 20-jährigen Jubiläum des Operettensommers wird die Fledermaus vom 25. Juni bis 24. Juli diesen Jahres aufgeführt. Vorführungen finden immer Mittwoch bis Sonntag ab 16 Uhr statt. Karten sind ab sofort im Orchesterbüro der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie unter der Telefonnummer 03928 40 04 29 erhältlich. Und last but not least, die Wettervorschau für die kommenden Tage, sehr geehrte Zuschauer. Bei Temperaturen um die 22 Grad ist hier und da auch ein Regenschauer mit dabei. Es bleibt aber sommerlich angenehm. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Nach einem wechselhaften Wochenende mit Regen und Sonnenschein begrüßen wir Sie zum Wetter für die kommenden Tage. Am Dienstag müssen wir mit leichtem Regen rechnen. Die Temperaturen schwanken zwischen 12 und 19 Grad. Trotzdem können wir uns über drei Sonnenstunden freuen. Der Mittwoch gleicht dem Dienstag. Mit leichtem Regen und milden 12 Grad starten wir in den Tag. Die Temperaturen steigen dann im Laufe des Tages auf bis zu 20 Grad. Am Donnerstag können wir den Regenschirm dann aber zu Hause lassen. Mit einem leicht bewölkten Himmel und Temperatur von 12 bis 22 Grad lässt sich der Tag doch genießen. Den milden Temperaturen wünscht Ihnen Ihr Team vom Elbe-Kanal einen guten Start in die Woche.
Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Soweit die Themen für den heutigen Montag. Ich hoffe, wir hatten wieder interessante Auszüge und Informationen aus der Region mit dabei. Mittwochabend 18 Uhr sehen wir uns wieder. Ansonsten schauen Sie doch auch mal im Internet vorbei unter www.elbekanal.de, aber auch auf Facebook. Dort einfach Elbekanal liken und schon haben Sie immer wieder aktuelle Informationen über den Tag verteilt. Das war's. Ihnen einen angenehmen Abend. Bis Mittwoch. Ihr Christian Kolbe.